Im Herbst ist es 25 Jahre her, dass der eiserne Vorhang zwischen dem Mühlviertel und der damaligen GSSR gefallen ist. In den Beziehungen zwischen Österreich und Tschechien und auch zwischen Oberösterreich und Böhmen hat sich viel weiterentwickelt. Zum Beispiel in Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Aber es gibt nach wie vor viel Aufholbedarf. Zu diesem Schluss kam eine prominent besetzte Diskussionsrunde bei den Oberösterreich-Gesprächen von ORF und den oberösterreichischen Nachrichten im ORF-Landesstudio in Linz. Die zentrale Frage war, ist Tschechien ein Nachbar zweiter Klasse geblieben oder nicht? Wechselvoll, manchmal konfliktreich, freundschaftlich, immer wieder zwiespältig, manchmal unterkühlt, so wird das Verhältnis zwischen Oberösterreich und Tschechien von vielen gesehen. Auch 25 Jahre nach der Wende ist das einander näherkommen und die Begegnung auf Augenhöhe durchaus schwierig. Wie weit spielen da auch Stereotype, also Klischeebilder eine Rolle, die man über Jahre, wenn nicht Jahrhunderte verfestigt hat, und warum halten sich die so? Ich glaube, dass die Geschichte überhaupt, das sehen wir an vielen, vielen Beispielen, in die Gegenwart hineinspielt und auch heute noch bis zu einem gewissen Grad wirksam war. Also die ganze Aufregung über Temelin zum Beispiel war, glaube ich, die ja besonders in Oberösterreich eine Rolle gespielt hat, nicht nur deshalb, weil das ein gefährliches Atomkraftwerk ist, sondern weil es ein tschechisches Atomkraftwerk war. Atomkraftwerke anderswo haben uns weniger aufgeregt. Herr Dr. Belinker, wie beurteilen Sie die Anti-Atom- oder die Anti-Temelin-Politik, die ja gerade in Oberösterreich in den letzten beiden Jahrzehnten eine dominante Rolle im Verhältnis zu Tschechien gespielt hat? War die konstruktiv, war die produktiv? Haben wir das erreicht, was wir wollten? Also überhaupt nicht. Denn Temelin gibt es und wird es auch vermutlich weitergeben als Nuklear- oder Atomkraftwerk. Das heißt, wir haben ja das Beispiel einer Politik, die die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht hat und offenkundig auch nicht davon gelernt hat, warum man diese Ziele nicht erreicht. Die Unfähigkeit, aus einer Strategie, die erfolglos ist, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich sehe den einzigen bleibenderen Erfolg der Anti-Temelin-Politik Österreichs und speziell des Landes Oberösterreich, die lange Verschlechterung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Nach der Wende hat sich auf beiden Seiten viel getan, trotz der Schlüsselthemen Temelin und Beneš-Dekrete. Darüber sind sich die Diskutanten einig. So könne sich die enge Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energie durchaus sehen lassen, heißt es. Seit 16 Jahren betreiben wir das Energy Center in Budweis, einen kleinen oberösterreichischen Energiesparverein in Südböhmen, können wir das nennen. Und dank der Zusammenarbeit Südböhmen, Land Oberösterreich, konnten viele erfolgreiche Projekte umgesetzt werden. Wir fokussieren auf Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger und Energiesparen. Und unsere Schwerpunkte sind Energieberatung zum Beispiel. Wir haben über 10.000 Energieberatungen gemacht für südböhmische Leute. Die Beziehungen sind schrittweise ausgebaut worden, allerdings orten die Experten noch viel Aufholbedarf. Es ist hier einiges vernachlässigt worden und zumindest die derzeitige tschechische Regierung ist sich dessen auch bewusst. Und ich möchte es vielleicht nur kurz vergleichen mit den deutsch-tschechischen Beziehungen, weil da sind die Voraussetzungen ja ganz andere gewesen. Also nach der Wende hat es ja da sofort Beziehungen gegeben mit einem viel größeren Land, Deutschland. Und wahrscheinlich ist der Aufbau eines gelungenen und interessanten und gedeihlichen Verhältnisses mit einem viel größeren und viel kleineren Partner einfacher als zwischen zwei sehr ähnlichen Partnern, die sich vielleicht auch immer so ein bisschen in den Spiegel blicken, wenn sie miteinander verhandeln und in Beziehung treten. Und das muss man auch ganz klar sagen, da geht es auch um Geld, da geht es auch um den politischen Willen, um Organisationskraft. Und ich glaube, das fehlt zwischen Österreich und Tschechien. Auf politischer Ebene hat es zuletzt wieder Anzeichen für eine Annäherung gegeben. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit trägt längst auf vielen Ebenen Früchte. Wir waren eigentlich sehr, sehr froh und dankbar, dass die Grenze geöffnet wird. Und ich denke, es ist schon eine Chance. Es war für uns vom großen wirtschaftlichen Vorteil. Es war von uns vom großen Vorteil mit vielen Vereinen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Wir haben die Förderungen durch die vielen EU-Projekte, durch unsere Regio, die uns hilft. Wir haben eine Europaschule gegründet, wir haben einen guten Austausch, wir haben Kontakte mit den Bürgermeistern. Insbesondere die Wirtschaft gilt als Erfolgsgeschichte. Das war eine Wirtschaftsbeziehung, die nicht wirklich ein hohes Niveau hatte. Na, wo liegt Tschechien heute? Heute ist Tschechien unser sechstwichtigster Absatzmarkt weltweit, innerhalb der Europäischen Union der viertwichtigste
und von allen zentralen osteuropäischen Ländern der wichtigste. Wir haben 1800 operative österreichische Unternehmen, die ihre Niederlassungen in Tschechien haben. Ich glaube, aus heutiger Sicht kann man mit ruhigem Gewissen sagen, eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Und deswegen kein Nachbar zweiter Klasse, sondern absolut ein Nachbar erster Klasse. Durchaus positiv wird die Entwicklung des Tourismus bewertet, Stichwort Donau-Moldau-Region. Wenn wir gestern gehört haben, dass die Linzer Landstraße nach der Marienhilfer Straße die zweitfrequentierteste Einkaufsstraße ist, dann kann ich sagen, herzlichen Dank an die Südböhmen, die hier und an die Böhmen, die hier sehr, sehr gute Gäste und sehr, sehr gute Kunden sind. Zur Sprache kommt auch die Ausarbeitung eines gemeinsamen Geschichtsbuches, wie sie von Außenminister Sebastian Kurz und seinem tschechischen Amtskollegen angedacht wird. Experten sehen darin eine Chance, schwierige Fragen der gemeinsamen Geschichte zu versachlichen, darunter die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sinn macht, ein gemeinsames Narrativ zu suchen, ein gemeinsames Geschichtsbuch herzustellen, wo sozusagen nur eine Geschichte erzählt wird. Es werden zwei Geschichten erzählt. Und ich glaube, man muss einfach beide Geschichten kennen. Fazit: 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs scheinen Österreich und Tschechien noch immer eine historisch bedingte Distanz zueinander zu wahren. Die konkrete Zusammenarbeit auf Gebieten wie Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst ist weit besser als der Ruf der österreichisch-tschechischen Beziehungen.